NLG ist das Akronym für Nervenleitgeschwindigkeit. Und die Nerven im Körper sind so aufgebaut wie Stromkabel. Das heißt, sie leiten Strom, elektrische Impulse. Und das kann man nachmessen. Ja, das heißt, der Nerv wird von außen mit elektrischem Strom gereizt und dann wird die Muskelkontraktion, wenn man motorische Nerven untersucht, registriert, auch elektrisch. Und dann kann man einfach nur Zeiten messen. Und der Abstand des Reizortes und die Zeit, die der Impuls braucht, bis der entsprechende Muskel aktiviert wird, dadurch kann man dann die Geschwindigkeit berechnen. Das heißt, man kann die Nervenleitgeschwindigkeiten von Nerven durch diese Zeitmessung und Distanzmessung letztlich rausbekommen. Und das ist eine ganz wichtige Methode, zum Beispiel bei Erkrankungen des peripheren Nervensystems. Polyneuropathien ist so der Klassiker dafür. Und auch eine sehr, sehr wichtige Methode, die man durch nichts anderes letztlich ersetzen kann.